Podcast von der Kampagnenkonferenz der CDU Deutschlands in Halle. Bei mir ist der Generalsekretär der CDU, Herr Pomalla. Herzlich willkommen. Team Deutschland steht ja hier auf dem Team, auf dem T-Shirt. Wir haben in Thüringen auch ein Team Thüringen. Welche Rolle werden denn diese freiwilligen Kampagnen im Bundestagswahlkampf spielen? Die freiwilligen Kampagnen sind ganz entscheidend, weil ohne Freiwilligen werden wir heute keinen Wahlkampf mehr führen können. Und ich bin der Jungen Union sehr dankbar, dass sie so engagiert mitmachen. Okay. Zweite Frage. Wir haben das ja heute schon gesehen. Die SPD streitet über den richtigen Namen für ihren Spitzenkandidaten. Die CDU ist hart am Arbeiten, bereitet den Wahlkampf vor. Was wird die Botschaft der CDU im Bundestagswahlkampf sein? Die Botschaft wird sein, dass wir mit Angela Merkel bisher erfolgreich regiert worden sind. Und die Botschaft muss sein, in Zukunft wird Angela Merkel dafür sorgen, dass wir die Krise erfolgreich bewältigen. Und dritte und letzte Frage, Sie als Visionär, wir haben den 27. September vor uns, 18.05 Uhr, die erste Prognose ist durch. Wo steht die CDU und wer regiert Deutschland in Zukunft? Ich hoffe, dass wir dann einen so guten Wahlkampf geführt haben, dass wir dann bei 40% plus X stehen. Okay, super Aussichten, ich bedanke mich und alles Gute für den Wahlkampf. Dankeschön.